So, Chat. Ich möchte jetzt aber was gucken. Und zwar wurde mir nämlich gerade was Schönes in die Timeline gespült, was mich persönlich doch, wo ich vielleicht doch mal mit einsteigen möchte. Acklinger, ich grüße dich. Denn Mabix hatte scheinbar, also der Titel war, ich habe 10 Stunden in einer WRC-Etappe reingeschwitzt. Den Weltrekord jagen. Und ich glaube, ich muss mal gucken, was da so passiert ist. Vielleicht möchte ich das ja mal probieren, ob man diesen Weltrekord schlagen kann. Deswegen gucken wir uns das kurz mal an. Die Etappe, ich hoffe, das wird so ausgesprochen, eine sehr schnelle Etappe, 4,8 Kilometer lang. Kann ich wirklich nur empfehlen, diese Etappe, die hat es in sich, die ist wie gesagt sehr, sehr schnell. 2,073 ist hier der Weltrekord, das können wir uns mal im Hinterkopf behalten. Ja, und meine allerersten Meter, beziehungsweise nicht meine ersten Meter, aber so, ja, sagen wir mal, meine ersten ein, zwei Runden, die ich hier wirklich zusammengebracht habe, die waren mal so ganz entspannte 24 Sekunden Off-Pace. Und genau in dem Moment dachte ich mir... Ah, geht mir auch immer so. Mabix, jetzt musst du herausfinden, was ist wirklich drin hier in dieser oder auf dieser Etappe? Wie nah kommst du an den Weltrekord? Kommen wir in die Top 100? Alles so Fragen, die ich mir gestellt habe. Und wir schauen erstmal. Ja, ich war zu diesem Zeitpunkt, was ihr jetzt gerade hier im Hintergrund seht, schon so ein bisschen eingefahren. Ich wusste, ja, so grob, zumindest im ersten und zweiten Sektor, wusste ich sehr gut, wo es lang ging. Denn es ist beim Rallye so, ich werde euch auch im Laufe dieses Videos so ein paar Tipps geben, meine Learnings, die ich hier so ein bisschen mitgenommen habe. Ein Learning war unter anderem, man sollte die Stage öfter mal zu Ende fahren, damit du auch zum Schluss weißt, wo es hergeht und nicht immer direkt beim ersten Crash abstellen. Ein weiteres Learning waren diese roten, ja, diese roten Stangen, die hier stehen. Da habe ich auch dann erstmal herausgefunden, dass das die Streckenbegrenzungen sind und dass man da auch mal häufiger mal cutten kann in den Kurven und man muss nicht zwangsläufig immer akkurat hier auf der Strecke sein, sondern man kann auch mal ein bisschen hier links und rechts die Wiese mitnehmen und dementsprechend auch mal die Kurven ein bisschen schneiden, ein bisschen mehr schneiden, als man es vielleicht sonst tun würde. Ja, oder auch vielleicht mal hier ganz entspannt gegen den Baum fahren. Das kam unter anderem hier auch mal häufiger vor, auch mal einen Zaun mitnehmen. Also man hat genügend Möglichkeiten gehabt, hier seine Runde kaputt zu machen. Das ist im Rallye ja grundsätzlich so. Du hast manchmal ganz, ganz blöde Situationen. Und du ist das nicht sogar Estonia, ja, oder? Sind wir da nicht in den Top 10? Sind wir nicht in Estonia Top 10 in der langen? Irgendwie nur einmal kurz an und dann war es das. Zum Beispiel, ja, in dieser Kurve haben wir es auch fast gemacht. Da sind wir fast ein bisschen weit nach innen gekommen, dann ein bisschen weit nach außen. Wenn du die Einlenkpunkte nicht optimal triffst, dann kann es hier ganz, ganz schnell vorbei sein. Genauso wie in dieser schnellen Rechts hier. Da kommt man nämlich, wenn man dazu schnell reinfährt, hier zu weit nach links und dann überschlägst du dich halt auch ganz schnell, weil da Baumstümpfe sind, weil da irgendwelche Steine sind und so weiter. Genauso wie diese schnelle links hier, da hast du in eine Wand oder beziehungsweise Felsen, Außenfelsen und da musst du den Einlenkpunkt einfach sowas von akkurat treffen, gerade wenn du... Wir sind die 14-Kilometer-Etappe gefahren. Ich fahre ja immer die ganz langen Etappen. Die kurzen fahre ich meistens nicht so gerne. Wenn du hier mit über 150 angeflogen kommst, hier sind wir auch fast schon wieder ein bisschen zu weit nach außen gekommen. Aber das hat alles noch gepasst. Wir sind zumindest, auch wenn die Sektoren links, die ersten beiden Sektoren rot sind, wie ich gerade gesagt habe, man sollte nicht immer direkt, wenn man irgendwie die Runde ein bisschen verkackt hat, direkt abstellen, sonst lernt man die Strecke hinten raus einfach nicht. Und dann hast du mal zwei erste gute Sektoren oder einen dritten guten Sektor. Und was macht man dann? Richtig! Man fährt erstmal gegen eine Tanne. Oh so macht man nein! Ich fühle dich so sehr, Marvix. Ich fühle dich so. Du bist halt voll durch. Und dann hast du kurz vor Ende so. Bam! Nein! So ging es mir tatsächlich sehr, sehr, sehr oft. Und das unter anderem, ja, weil ich, wie gesagt, einfach zum Schluss nicht wusste, während wir hier fast schon wieder ein Rückwärtssalto gemacht haben, weil ich einfach nicht so vertraut war mit den beiden letzten Sektoren, gerade mit dem letzten Sektor, da war ich wirklich sehr, sehr selten am Anfang. Aber es wurde dann nach und nach, aber da nehmen wir erstmal hier komplett die so eine Scheiße, Junge. Brücke mit, das haben wir auch heute noch nicht getan, also wir kämpfen uns so langsam durch, wir müssen alles einfach mal mitnehmen, was wir hier so auf dem Weg finden, hier auf dieser Stage, auch wenn sie nur 4,8 Kilometer lang ist, wir haben hier schon wieder ein grünes Delta und das war wirklich ein sehr guter zweiter Sektor, aber auch in diesem Durchlauf ist uns leider ein bisschen was dazwischen gekommen nein. Und wir müssen hier spontan nach links abbiegen mit einer geilen Schraube, die wir hier hingelegt haben, auch dieser Durchlauf sollte es nicht sein, ich habe da auch gerade mal gesehen, wie man da cutten kann, also das werden wir gleich auch noch sehen, wenn wir uns hier eine ganze Runde in dem Sinne anschauen, hier auf dieser Etappe, aber ja, auch diese Tanne, die haben wir... Ist es überhaupt? Das finde ich übrigens in WRC in dem neuen super komisch, dass du nicht mal mehr durch Büsche durchfahren kannst, so super kleinen Scheiß. Das haben die einfach, weiß ich, das ist alles Beton. Alles Beton. Dieser Busch da, der hättest du früher durchfahren können. Es ist auf jeden Fall sehr robust gewesen und
es war gleichzeitig auch super, super frustrierend, dass wir hier wirklich jedes zweite Gestrüpp mal irgendwie in irgendeiner Form begutachtet haben. So, aber wir sind schon wieder hier mit zwei grünen Sektoren unterwegs in Richtung letzten Sektor. Oh. Aber da war es fast schon wieder soweit auf der Innenseite. Lagen da ein paar Äste, die uns fast hier einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Jetzt sind wir hier gleich im letzten Sektor unterwegs. Wir müssen noch um diese rechts rum hier auch nicht zu weit nach links kommen. Habt ihr gesehen, da kann man auch gut anecken. 1,1 Sekunden haben wir jetzt hier im Delta. Da haben wir nochmal einen guten Querstehen, haben wir mal das Auto gut abgefangen und jetzt hier diesen Sprung, da habe ich die Zähne zusammengebissen, denn da wusste ich, wenn du da falsch angeflogen kommst, dann kann es auch mal ganz schnell vorbei sein. Das haben wir vorhin gesehen, jetzt hier auch eine ganz schwierige Stelle, hier müssen wir schön cutten. Wir haben hier nur noch ein paar Meter, ein paar Sekunden bis zum Ziel, jetzt kommt nur noch eine links, dann eine rechts und dann sind wir im Ziel. Aber Leute, diese letzte rechts, das ist das Ziel, da war das Ziel. Nee, das ist der Vorbote vom Ziel. Nein. Das war wirklich sehr frustrierend, kann ich euch sagen. Oh. Aber aufgeben gibt es hier nicht. Wir ziehen weiter durch. Wir sind hier wieder im letzten Sektor unterwegs, sind hier ordentlich am Rumrudern. Hier gerade diese Passage, die wir auch gesehen haben. Ich bin wirklich jetzt öfter mal zu Ende gefahren, damit ich hier einfach ein bisschen mehr Routine reinkriege. Jetzt wusste ich zum Beispiel hier diese letzte rechts. Die hat es in sich und auch diesmal haben wir es hier verkackt. Oh, aber wir sind zumindest ins Ziel gekommen und das sogar mit einer neuen Bestzeit, mit einer 2:16.5. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren wir irgendwo so auf Platz 130 im Leaderboard, aber das wollte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Wir schauen uns jetzt mal die Etappe von vorne bis hinten an und gehen mal auf jede Kurve bzw. auf die Etappe so ein bisschen ein. Wir beschleunigen erstmal hier durch, es geht viel geradeaus am Anfang, sind sogar hier im Drehzahlbegrenzer unterwegs, Topspeed knapp 190, dann runterschalten jetzt hier. Normalerweise in den dritten, ich bin jetzt hier sogar in den zweiten einmal runtergegangen, habe ich mich wahrscheinlich einfach verschaltet hier in dem Moment. Normalerweise bleibst du da im dritten, dann beschleunigt man wieder durch, hoch in den fünften, dann jetzt hier wieder runter in den vierten, links so ein bisschen cutten, damit du dich hier gut vorbereiten kannst auf diese... Oh, das war knapp, Alter. Was ich auch in dieser Session gelernt habe, dieses Symbol, das ist der sogenannte Boost, den du hier kriegst, den regenerierst du, beziehungsweise den generierst du, wenn du auf die Bremse gehst. Und es ist so, dass du den Boost natürlich aus engen Kurven heraus lieber möchtest, um einfach den Schwung mitzunehmen. Und in den schnellen Runden, gerade in dieser Rechtskurve, wo ich das eingeblendet habe mit dem Boost, wenn du da keinen Boost hattest, dann hast du direkt viel Zeit verloren. Und das sind so Sachen, die ich erst, oder die Noah und ich, weil wir haben diese Session hier mehr oder weniger zusammen gemacht, die wir dann erst festgestellt haben nach und nach. Ihr seht hier, ich bin ein bisschen auf Abwägen gewesen hier, links im Gemüse unterwegs gewesen. Das kostet natürlich auch Zeit. Hier musst du ordentlich cutten, damit du hier nicht zu weit nach links kommst, denn da habt ihr gesehen, da ist dann Schicht im Schacht, wenn du da weiter geradeaus fährst und dann überschlägst du dich, weil es da sehr uneben ist. Jetzt haben wir einen grünen Sektor hier im fünften Gang mit 150. Fliegst du hier zwischen den Wänden quasi, zwischen den Felsen lang. Und weiter sind wir hier mit knapp 130 den Berg hoch unterwegs. Hier links und rechts diese Holzstapel sind auch nicht immer dein Freund. Und auch diese Äste, die hier rumliegen, die wollen dann auch manchmal gar nicht nachgeben, kann ich euch sagen. Also den Tipp gebe ich euch. Äste sind auch ganz gefährlich. Diese links hier auch nicht zu schnell reinfahren, damit man hier um diese rechts noch rumkommt. Da haben wir die Stange ein bisschen mitgenommen. Aber wir müssen hier natürlich die volle Streckenbreite ausnutzen. Knapp 18 Lambien Delta. Ein bisschen zu viel hier um diese rechts rumgedriftet. Natürlich muss man aber auch nicht zu viel. Hier der Sprung. Auch das haben wir erstmal überlebt. Wir haben zwei grüne Sektoren. Der erste Sektor war ein bisschen langsamer, aber hier fast das Auto versetzt. Das ist immer super unheimlich, wenn du da so leicht über so eine Kuppe fliegst und dann das Auto aufkommt und so ein bisschen versetzt sich so ein bisschen aufschaukelt. Es ist wirklich unfassbar intensiv. Und ja, jetzt hier diese letzte Kurve, Leute. Diese letzte Kurve haben wir dann auch wieder ein bisschen verkackt. Also auch wieder Zeit verloren. Aber insgesamt haben wir uns verbessert auf eine 2:14.956. Und das war, glaube ich, P80 im So, und jetzt bist du an dem Punkt, wo du denkst, hä? Wie zum Fick, Alter, fahren die noch 14 Sekunden schneller? Leaderboard, P74 war es sogar, genau. Nee, hier 6 Sekunden. P74. Wie viel waren das? 6 Sekunden. Wie fahren die jetzt noch 6 Sekunden schneller? Im Leaderboard und eigentlich wollte ich es erst dabei belassen, weil ich in die Top 100 unbedingt wollte. Das war mein Ziel. Aber wenn du einmal am Reinschwitzen bist, dann kannst du nicht aufhören, dann willst du hier das Maximum rausholen. Und genauso war es jetzt auch. Und Leute, wir gucken uns die letzte Stage jetzt hier an, beziehungsweise die letzte Runde. Ich habe nochmal alles gegeben. Ich habe versucht, wirklich das Maximum rauszuholen. Natürlich eine perfekte Runde wird man hier mit meinem Training. Ich habe jetzt insgesamt 15 Stunden
in WRC und dann wirst du hier nicht die perfekte Runde fahren oder die perfekte Stage fahren. Und jetzt seht ihr zum Beispiel mal den Boost. Achtet mal unten drauf. Jetzt ist er grün. Und jetzt, wenn du jetzt aufs Gas gehst, dann kommst du hier viel schneller raus. Dann kriegst du den Boost hier beim Beschleunigen. Und dementsprechend kannst du hier dann natürlich aus so einer Passage viel, viel mehr Zeit noch gewinnen. Ihr seht es, 6,5 Zehntel haben wir allein im ersten Sektor gewonnen. Und das einfach nur, weil du den Boost hattest. Da musst du manchmal mit der Bremse so ein bisschen schauen, dass du ein bisschen aggressiver in manche Kurven reinbremst und nicht zu wenig bremst. Dann generierst du diesen Boost und dann hast du aus den engen Kurven, wenn du es brauchst, wenn du es richtig timest, dann hast du diesen Boost und gewinnst die Zeit, wie ihr gerade gesehen habt. Und das sah hier bis jetzt auch alles relativ clean aus. Also es ist, also so eine Rallye-Stage am Limit zu fahren, ist wirklich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Hier in einem fetten Drift in diese rechts rein im vierten Gang, auch mit über 100 km/h, 1,1 Sekunden. Und immer wenn das Delta grün war, ihr habt es ja gerade auch gesehen in den Szenen davor, dann sind meistens eigentlich dumme Sachen passiert. Gerade auch hier in dieser schnellen Links, da habe ich innen und außen die Felsen immer mal wieder mitgenommen, gerade wenn es gut lief. Aber diesmal ging das ja auch. Jetzt hier runter noch in den vierten, der fünfte war hier ein bisschen untertourig. Ja, hier haben wir ein bisschen die Linie verkackt. Und wenn du da mit dem Heck so ein bisschen die Holzstapel hier touchierst, dann ist auch mal ganz, ganz schnell vorbei. Haben wir auch schon das ein oder andere Mal gesehen. Jetzt hier wieder diese rechts rum. Da sind wir auch leider nicht mit so viel Schwung durchgekommen. Haben auch ein bisschen Zeit verloren. Knapp ein Zehntel gegenüber unserer besten Runde. Aber wir wissen, wir haben im letzten Sektor auf jeden Fall noch Zeit. Das haben wir ja gerade festgestellt, jetzt, dass wir die letzte Kurve eigentlich bisher nie getroffen haben. Aber Leute, hier war es jetzt auch nochmal extrem knapp. Denn das Auto fast jetzt hier. Dann sind wir fast hier links in Richtung Holzhaus gerutscht. Let's go, come on. Das hat auf jeden Fall Zeit gekostet. Da muss ich auch nochmal runterschalten. Und jetzt sind wir hier auf den allerletzten Metern, ja, knapp am Schild vorbei. Oh, ja, 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 die letzte Kurve ganz gut getroffen und das ist eine neue Bestzeit, nämlich mit einer 2 Minuten 12. Oh, nice. Komm mal 12 Sekunden rausholen. Und damit war ich wirklich super zufrieden hier zu diesem Zeitpunkt. P31 im Leaderboard. Es wäre definitiv noch ein bisschen mehr. Jo, Maga, und jetzt hast du immer noch 4 Sekunden. Jetzt hast du immer noch 4 Sekunden. Ja, moin! Drin gewesen, aber trotzdem bin ich sehr zufrieden, Leute. Lasst ein Däumchen da, checkt gerne hier das nächste Video aus. Euer Mavix, haut rein. Ciao, ciao. Das war sehr, sehr stark, Mavix. Da muss ich auch nochmal einen Kommentar schreiben, aber dafür muss ich den Account wechseln. Ui. Nicht schlecht, Herr Specht. Das ist sportlich, Junge. Ja, also das Lenkrad ist auch ehrlich gesagt egal. Also das ist wirklich nicht so wichtig. Du kannst das auch mit Formel lenken. Freunde, fahren. Ich habe was getan, was ich in meinem Simracing-Leben noch nie zuvor gemacht habe. Und das war eigentlich super, super insgesamt. Wie frustriert Sarkowski. Sarkowski? Und wo gehört Sarkowski für mich war zu? Und Estonia, ja. Sag ich ja, ist Estonia. Was dabei herausgekommen ist? Nee, das ist Finnland. Wir schnappen uns hier in Finnland. Ah, es war Finnland, okay. Dann müssen wir nachher mal gucken. Da müssen wir nachher mal gucken. Bei Estonia sind wir Top 10 auf der längsten, in den 14 Kilometern.